Für mich ist nachhaltig und Nachhaltigkeit einfach das zu nehmen, was man hat und nicht über seinen Verhältnissen zu leben und den Planeten und seine Mitmenschen, seine Umwelt nicht auszubeuten. Nachhaltigkeit ist für mich ein alldurchdringendes Konzept, in dem es um meinen Nächsten geht, in Raum und Zeit und in dem ich diszipliniert mit mir und gütig mit den anderen umgehe. Nachhaltigkeit ist für mich eine Lebensweise, die die sozialen Aspekte, die ökologischen und die ökonomischen Aspekte verbindet, um zusammen eine Erde zu schaffen, deren Ressourcen nicht ausgebeutet werden, die Demokratie beinhaltet, die soziale Gerechtigkeit beinhaltet, damit wir im Endeffekt eine Erde haben, die wir guten Gewissens an unsere nächsten Generationen weitergeben können. Nachhaltig würde für mich bedeuten, wenn es weniger oder am besten natürlich überhaupt kein Leid mehr auf der Welt, sprich zum Beispiel Hunger oder Armut geben würde. Denn eigentlich müsste das nicht sein. Wir könnten total nachhaltig sein, wenn wir alle vor allen Dingen mit Herz und Verstand und nicht nach dem Geldbeutel leben und denken würden. Das ist für mich, das ist eine einfache Erklärung, aber das ist für mich auch das. Also füge keinem anderen Menschen Leid zu. Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen 8 weltweit gültige Entwicklungsziele formuliert. Was wurde in den letzten 15 Jahren erreicht? Welche Ziele konnten nicht umgesetzt werden? Das MDG 7, die Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit, ist in 4 Unterziele gegliedert. Erstens, nachhaltige Entwicklung in staatliche Politiken und Programme integrieren. Zweitens, den Verlust biologischer Vielfalt reduzieren. Drittens, nachhaltiger Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. Viertens, bessere Lebensbedingungen für Slumbewohner. Um mehr über den aktuellen Stand zu erfahren, haben wir uns verschiedene Projekte aus Berlin und dem Umland angeschaut. Sie alle beschäftigen sich mit Themen der Nachhaltigkeit. Studium Ökologikum machen in ehrenamtlicher Arbeit Studenten der Universität Potsdam, aber auch Mitarbeiter der Universität Potsdam, Doktoranden, aber auch ausgebildete Doktoren, und wir werden halt auch von mehreren Mitarbeitern der Universität unterstützt. Meine Motivation, das Studium Ökologikum mit zu unterstützen, war hauptsächlich, dass es das Thema an der Universität auch in meinem Studiengang Ökologie sehr selten gibt. Und auch nie umfassend, sondern es wird immer nur angeschnitten, wenn es zum restlichen Thema der Vorlesung passt. Und zum anderen dachte ich, dass man mit einer Vorlesung und mit den Seminaren sehr viele Studenten auf einmal erreichen kann. Und es war eigentlich das Verlockende, dass man zusammenarbeitet in einer Gruppe von anderen Studierenden und dann sehr viele andere erreicht mit diesem Thema. Wir befinden uns hier in Wernsdorf am Rande Berlin, wo wir Kollektiv als Verein ein Tagungshaus betreiben. Also ich würde das Projekt insofern als nachhaltig beschreiben, weil sozial versuchen wir nachhaltig zu sein, also in unseren Entscheidungen einen Konsens zu finden und eben nicht keine Hierarchiestruktur zu haben, sondern so Entscheidungen gemeinschaftlich zu finden. Dann eben dadurch, dass die finanziellen Mittel insgesamt eher begrenzt sind, ist halt, entsteht halt auch so eine Nachhaltigkeit, indem man viel mehr repariert, als dass man irgendwie sich jetzt einfach was Neues kauft. Also wir versuchen halt immer mit dem, was da ist, einfach irgendwie Sachen, die kaputt sind, dann zu reparieren. Das hier ist ein Dörrgerät. Also es ist dazu gedacht, Obst oder zum Beispiel auch Gemüse, Tomaten oder ähnliches zu trocknen, um es zu konservieren. Und es funktioniert wie folgt. Die Sonne trifft hier auf diese Kiefernzapfen. Es ist nicht wichtig, dass das Kiefernzapfen sind, es ist einfach wichtig, dass das was Dunkles ist, was halt die Sonne irgendwie, also das Sonnenlicht in Wärme umwandelt. Und dann wird diese warme Luft in diese Kiste geleitet. Und in der Kiste befinden sich dann Metallroste, auf denen man dann das zu Dörrende lagert. Ich bin Benny Herlin, ich arbeite hier in Berlin für die Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Und wir haben diesen Weltacker an der Havel, diese 2000 Quadratmeter, entwickelt aus der Überlegung, dass weltweit es etwa 1,4 Milliarden Hektar Ackerland, also nicht Grünland, das kommt noch dazu, reines Ackerland gibt. Und wenn wir etwa
mal annehmen, 7 Milliarden Menschen sind wir im Moment, dann kommt auf jeden 2000 Quadratmeter nach Adam Riese. Und ein solches Feld von 2000 Quadratmetern haben wir deshalb jetzt mal in Gatow an der Havel angelegt, damit wir einen sinnlichen Eindruck von diesem Weltmaß bekommen. Ich begleite das Ganze kulinarisch, ich bin sozusagen gelernter Koch und beschäftige mich jetzt auch ein bisschen mit Behind Cooking, also wo kommen Lebensmittel her, was sind gute Lebensmittel und was ist eine gute Landwirtschaft. Genau, und betreue das Projekt vor allen Dingen auf kulinarischer Ebene. Wir haben im vergangenen Jahr auf dem Feld angebaut, proportional, was auf den 1,4 Milliarden Hektar wächst an Getreide, an Ölfrüchten, an Gemüse, an Obst und so weiter und so fort. Das ist interessant. Mehr als die Hälfte allein ist Getreide, riesige Flächen sozusagen, von denen nur ein kleiner Teil, weniger als die Hälfte, überhaupt der menschlichen Ernährung dient. Also das meiste geht da für Sprit und für Tierfutter und andere Zwecke drauf. Dieses Jahr bauen wir hier auf der Fläche das an, was ein Mensch braucht, um sich gut und gesund zu ernähren. Dementsprechend wird es dokumentiert und auch verarbeitet. Also meistens essen wir das hier gemeinsam auf dem Acker, aber dokumentieren das so, dass es am Ende hoffentlich für einen Menschen reicht. Eine der Wurzeln unserer 2000 Quadratmeter ist ein Projekt, das nennt sich Weltagrarbericht, an dem ich viele Jahre teilgenommen habe. Das war ein Projekt der UNO und der Weltbank. Und viele der Experten, mit denen ich es dort zu tun hatte, hatten davor diese Millennium Development Goals, diese Jahrtausendentwicklungsziele formuliert. Und auf den ersten Blick kann man das vielleicht für etwas Lächerliches halten. Und das stimmt auch. Natürlich kann man sich da vieles irgendwie zurechtäckseln und kann sich das irgendwie zurechtbiegen. Aber ich bin eigentlich ein Freund und ein Verfechter dieser Millennium Development Goals, weil ich glaube, dass es an und für sich schon ein großer Fortschritt ist, wenn die Menschheit sich darauf einigt, wir haben gemeinsame Ziele. Nachhaltigkeit, das ist ja auch global gesehen ein wichtiges Thema, weil eben die Ausbeutung kann ja einmal hier entstehen, so, aber es kann ja auch einfach durch irgendwie total überhöhten Konsum hier in der westlichen Welt einfach dann zu Ausbeutung in Ländern des globalen Südens kommen. Und ich denke auch, dass Europa sehr stark andere Länder oder eben nicht europäische Länder durch ihre Brille anschaut und ihnen ihre Konzepte vermitteln möchte. Was ich soweit theoretisch bejahen würde, dass es okay ist, wenn es passieren würde, wenn Europa wirklich nachhaltig wäre, also wenn wir wirklich Konzepte hätten, die richtig einschlagen würden, also die überall funktionieren würden, aber ich denke halt nicht, dass unsere Konzepte überall funktionieren, zumal sie halt auch nicht wirklich immer nachhaltig sind. Da möchten wir einen Beitrag zu leisten, deutlich zu machen, dass wir hier in Deutschland zu den schlimmsten Entwicklungsländern, zu der niedrigsten Stufe von Umweltzivilisation gehören, die im Moment auf dieser Erde im Angebot ist. Also was ich ganz wichtig finde bei der Formulierung dieser Sustainable Development Goals, der neuen Ziele, die die Millennium Development Goals ablösen sollen, ist, dass sie diesmal für alle gelten sollen. Denn die Millennium Development Goals waren ja im Wesentlichen als klassische, wenn du so willst, koloniale Entwicklungsziele für die Armen dieser Welt formuliert. Jetzt haben wir endlich begriffen, und das ist großer Fortschritt, dass das, was wir an Überschuss produzieren, das, was wir kaputt machen, viel wichtiger ist für die Nachhaltigkeit als das, was arme Menschen in Afrika oder in Asien zu dem Problem etwa des Klimawandels oder des Verlusts von Artenvielfalt beitragen. Ja, Nachhaltigkeit ist so ein irgendwie inflationär verwendeter Begriff auch und ist dadurch irgendwie auch dann so ein bisschen in Verruf geraten. Nachhaltigkeit ist, finde ich, halt auch ganz viele verschiedene Aspekte. Also dass halt, man kann irgendwie ökologisch nachhaltig leben, aber trotzdem andere Menschen ausbeuten, indem man in einer Sozialstruktur lebt, die vielleicht irgendwie auf Ausbeutung ausgerichtet ist und dann zwar irgendwie ökologisch, aber nicht sozial nachhaltig lebt. Ich denke auch, dass es verschiedene Definitionen von Nachhaltigkeit gibt, selbst wenn das Wort in der Sprache nicht auftaucht.
vor allen Dingen, weil jede Generation sich schon überlegt hat, wie sie die Erde oder ihren Platz der nächsten Generation übergeben möchte und dann auch überlegen, wie sie danach handeln müssen. Ich persönlich sehe mich in so einer Position, dass ich dann so einen Bildungsauftrag eigentlich habe und dass meine Verantwortung eigentlich daran liegt, irgendwie junge Menschen an diese Fragen heranzuführen und mit ihnen gemeinsam auch Lösungsansätze zu erarbeiten. Aber dass die Verantwortung eigentlich in jedem Einzelnen jeden Tag sich stellen muss. Oder weil sie zu viel eingekauft haben, weil es gerade im Sonderangebot war. Ich denke, man muss auf allen Ebenen anfangen. Das bedeutet auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene, auf regionaler, lokaler Ebene. Und man muss dafür sorgen, dass alle diese Ebenen sich miteinander verzahnen können, um einen bestmöglichen Erfolg zu verspüren. Genau, also ich denke schon, dass wir alle eine gewisse Verantwortung haben, die sicherlich immer unterschiedlich ausfällt. Aber es ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, Verantwortliche zu suchen, denn die Verantwortung liegt letzten Endes natürlich immer bei einem selbst. Wir sind die Konsumenten, wir sind die Akteure, die hier leben und die unsere Welt gestalten. Und deswegen ist jeder noch so kleine Mensch verantwortlich. Was wir nicht machen dürfen, vor allen Dingen in der Zukunft, denn wenn wir mehr Menschen werden, wird ja sozusagen die Quadratmeterzahl pro Mensch geringer, sind im Wesentlichen drei Dinge. Erstens, wir dürfen nicht, wie wir das im Moment machen, mehr als ein Drittel einfach wegwerfen. Das geht nicht. Zweitens, wir sollen uns nicht einbilden, wir könnten das Öl, was wir nicht mehr aus dem Boden pumpen, jetzt auf dem Acker anbauen. Also hier in Deutschland zum Beispiel ist mittlerweile ein Fünftel der gesamten Ackerfläche für Energie- und Spritproduktion unterm Pflug. Das geht nicht. Und drittens, wir dürfen nicht derart viel Fleisch essen, was nicht von der Weide kommt, sondern aus Getreide produziert wird. Das ist übrigens auch Fisch teilweise aus Aquakulturen. Das geht auch nicht. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Wir werden gichtig und wir kriegen Herzinfarkt und sonst etwas. Also es ist richtig ungesund, was wir Deutschen an Fleisch zu uns nehmen. Es ist aber auch für den Planeten nicht tragbar, dass wir 80 Kilo pro Mensch, also vom Baby über den Vegetarier bis zum Greis, hier in Deutschland an Fleisch verzehren. Das hat nichts mit Veganismus oder Vegetarismus notwendigerweise zu tun, sondern einfach nur mit dem angemessenen menschlichen Maß, sowohl was unsere Gesundheit betrifft, als auch was die Verfügbarkeit von Fläche für die Produktion von Tierfutter betrifft. Wenn wir diese drei Dinge vermeiden, können wir uns prima von sehr viel weniger als 2000 Quadratmetern ernähren. Für mich bedeutet Nachhaltigkeit, dass der Boden, von dem ich gelebt habe, wenn ich dann selber mal in diesen Boden wieder zurückkomme, in einem besseren Zustand ist als zu dem Zeitpunkt, als ich geboren wurde.